Hallo alle und willkommen zu einer Vorstellung, also Runde eines Grundstücks. Und heute ist dabei der Lars Gaming und einmal der Wohl Nice. Und wir beide gucken, also ich und Wohl Nice, wir gucken uns heute mal die Base von Lars Gaming an. Und er wird uns jetzt hier mal ein bisschen herumführen und uns mal ein bisschen zeigen, wie weit er bisher gekommen ist, was er noch so vorhat und wie es bei ihm aktuell aussieht. Ich bin sehr gespannt. So, dann. Also dann fangen. Ja? Ja, genau, dann fangen wir an. Fangen wir an. Genau, da fangen wir mal hier bei der Wollfarm an. Die, wo ich gebaut habe für schwarze Wolle, aber jetzt benutze ich es für weiße Wolle. Okay. Für die Wool Singularity. Ja. Und hier auch ein bisschen eine Schafsfarm für Slime. Pink Slime. Ja, ich gucke. Ja, achso, hier Mob Slaughter Factory. Okay, gut, das verstehe ich. Genau. Okay, ja. Wie funktioniert das hier mit den Dispensern? Das ist eine Classic Minecraft Farm, die kenne ich nicht. Die Dispenser haben Scheren drin und ja. Darunter ist ein Observer, der halt erkennt, dass das Gras gegessen wird oder halt gewachsen ist und dann schert er. Ah, okay, gut. Tipptopp. Okay. Und dann wird's gedroppt und hier fährt ein Minecart rum. Wo alles einsammelt. Ah, okay, so eine Basic Classic Minecraft Farm. Kenne ich für meinen Teil halt nicht, aber interessant auf jeden Fall. Ich habe mein Tutorial geguckt. Oh, weiß ich nicht, gibt es bestimmt häufiger auch. Na gut, okay, gut, dann. Das gibt es viele. Okay. Dann haben wir hier natürlich eine kleine Trading Station mit vielen verschiedenen Büchern und Rüstung. Standard halt. Ja, okay. Hast du das ja. auch gemacht, wohl? Hast du auch hier Trader und so weiter, Villager? Nee, jetzt hattest du, glaube ich, weggelassen, ne? Nee, ich habe die offenen. Du hast die offenen. Dass das geht. Ah, okay. Ja, ich habe das übersprungen halt. Den Step hatte ich jetzt hier komplett übersprungen. Ah, okay. So, du hast hier ME-System, hast du hier? Okay. Oh. Genau, mit 365K Display und 41K, die werde ich dann aber noch auswechseln irgendwann mal. Ah, okay. Aber wie ich sehe, hast du bisher noch nichts weiter Richtung Autocrafting gemacht, oder? Auto? Nein, weil ich das nicht verstehe. Okay, gut. Okay, das heißt, du hast sozusagen bisher nur einen ME-Drive und ein bisschen Speicher sozusagen. Wunders, hier jetzt ein paar Golden, der kriegt einen Karotten. Ein paar goldene Karotten für dich. Komm. Komm, put, komm her. Komm, Hündchen, komm, da. Okay, also ME-System noch verbesserungswürdig sozusagen. Okay, gut. Also, da sind die Karotten. Hallo? Da, okay. Genau. Hada. Sehr schön. Besseres Essen, weil bei mir kann man sich leicht verletzen. Das stimmt wohl. Definitiv. Hast du auch noch HV-Kabel oder ist das ja, wenigstens abgut? Ja, die habe ich. Ah, scheiße. Okay. Gut, so, wo bist du hin? Ich sehe dich gerade nicht mehr. Da. Gut. Was ist das denn? Das ist ein kleines... Das ist ein Ultimate Energy Cube. Für, falls ich mal ein bisschen mehr Energie produziere, als ich brauche. Der ist aber leer auf jeden Fall. Ja, momentan produziere ich zu wenig. Das ist natürlich schlecht, dann brauchst du mehr. Genau. Und hier ist der Dieselgenerator mit einem HV-Kabel. Ah, da nicht rangehen, weil dann bist du nämlich tot. Also da bist du wirklich... Recht schnell, auch mit Full Netherite, wie ich. Ja, momentan nur wenn der Dieselgenerator gerade anspringt. Okay, das war natürlich... Ich hab's dir gesagt, Moel. Ja, cool. Ja, dann... Dann wirst du wohl gleich nochmal wieder herkommen müssen. Es zählt dir alles nichts. Dann musst du nochmal durch den Nether. Ein paar Blöcke mit, da kannst du dir eine Treppe bauen. Oder halt weiter. Die Jugend hört aber auch nicht. Ja, nee, aber da hast du wirklich, also das macht richtig, richtig viel Schaden. Also wenn da wirklich Strom durchgeht, durch diese HV-Kabel, das macht richtig viel Schaden. Drei Ticks und dann bin ich mit Full Netherite down. Ja, und das ist halt natürlich schon heftig. Da sind ja auch so viele Leute gestorben halt sozusagen bei den HV-Kabeln, aber trotzdem interessante Sache halt ganz einfach, definitiv. Ja, deshalb habe ich auch wirklich nur zwei. Ja. Nur zwei. Mehr nicht.
Okay, also du hast jetzt sozusagen, du bist also auch auf den Weg gegangen wie Suicide sozusagen, also auf den Dieselgenerator halt. Okay, gut. Ja, weil der halt wirklich halt für den Anfang produziert er wirklich genügend. Ja. Auch wenn er jetzt schon wieder zu wenig produziert. Bitte, nochmal? Der produziert jetzt schon zu wenig. Atomenergie, also wir haben die ganzen Reaktormods haben wir rausgenommen. Also es gibt grundsätzlich als Reaktormod gibt es Big Reactors oder Bigger Reactors und beziehungsweise mittlerweile heißt das Extreme Reactors. Kannst du das vielleicht mal kurz abbauen? Abbauen, einfach nur und regenerieren, aber ganz schnell. Mit ja. Ein Herz. Leben am Limit, oder was soll ich sagen? Leben am Limit. Genau. Bitte überleben, das wäre ganz, ganz nett auf jeden Fall. Also, nee, ja. auf jeden Fall gibt es halt Bigger Reactors und es gibt noch sozusagen den Power Mod, aber die haben wir beide rausgenommen als Generatoren. Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist, glaube ich, der Fission. Nee, nicht der Fission Reactor, der produziert nur, sondern der Fusion Reactor. Ich glaube, der produziert, glaube ich, ganz gut auf jeden Fall an Strom. Aber das ist halt ein Mechanism, absolutes Endgame-Zeugs. Ihr werdet dann gleich, wenn wir dann irgendwann zu mir kommen, werdet ihr sehen, wie ich das ein bisschen gelöst habe. Aber auch ich habe noch keine hundertprozentige Sache. Du musst da wieder hochkommen, ne? Ja, das geht bei der Schafsfarm, bei der Wohlfarm. Ah, okay. Dann. Da hat es einen Aufgang. Okay, dann gehen wir da einfach mal weiter. Hast du eine Zuckerrohrfarm scheinbar hier rechts. Pumpcheck. Ja, okay. Den Pumpcheck und halt den Coker. Ja. Der Coker war ja, warte mal, das war ja sozusagen der, das war die Dieselproduktion an sich, ne? Nein, für das B-Tuben, wo wir da vom Destillation Tower kriegen. Ah, okay. Ja, und was das macht auch wieder Sulfuriddiesel, wo im Sulfur wieder in Diesel umgewandelt wird. Ah, okay, gut, alles klar, top. Okay. Das heißt, super. So, dann gehen wir mal weg hier von den tödlichen Kabeln und dann gucken wir mal, dass wir da mal weiterkommen. Also wir haben hier ist eine kleine Zuckerrohrfarm. Für den Anfang habe ich die gebraucht. Jetzt farmt die nur noch Zuckerrohr. Okay. Ja. Ja, dann halt hier ein Blasfurnace, Coke Ofen. Okay. Schlicht und einfach. Für den Anfang haben wir auch einen Crusher verwendet. Und jetzt halt hier ganz neu, frisch. Fünffach. Fünffach, ah, okay. Hast du es jetzt hinbekommen? Hat dir mein Video weitergeholfen? Ja, genau. Hat dir wenigstens mein Video weitergeholfen oder hast du es selber noch irgendwie hingetüftelt? Das habe ich nicht gesehen. Ah, okay. Das ist natürlich schade. Ich habe nämlich tatsächlich ganz, ganz viele Mechanism-Videos. Das heißt, eigentlich alles, was man irgendwie in Richtung Mechanism macht, eigentlich führt keinen Weg dran vorbei an mir. Okay, aber wenn du es hinbekommen hast, tipptopp, ist auf jeden Fall eine sehr wüste Verkabelung, aber das muss wohl dann am Ende halt so sein. Ja, sind ja aber auch sehr, sehr viele Rohstoffe. Ich habe mich da bisher auch noch nicht dran rangetraut, muss ich gestehen. Oh, was hast du denn hier gebaut? Das ist interessant. Item Transporter von Industrial Foregoing, was macht der denn? Den finde ich ja interessant hier. Hallo? Ja, was? Hier, der Item-Transporter von der Industrial Foregoing, was macht der denn? Also der hier, welchen meinst du, wo bist du? Hier, da bin ich. Guten Tag. Ah, der tut das Sulfur, tut das hier in den Chemical-Oxine rein. Da ist zu Sulfur, ne, komplette EC-Chest momentan fast voll mit Sulfurid. Ah, okay. Also, mit Sulfur-Dust. Aber das ist eine Wireless-Übertragung scheinbar irgendwie, ne? Also das Item kenne ich gar nicht. Genau, mit dem Item-Transporter. Ah, geht ja. Aber nur ein Block, wie ein Hopper-Ei eigentlich. Aber es geht halt um die Kurve. Hilfe! Ja, stuck schon wieder fest. Da bist du stuck. Warte kurz. Okay, gut. Dann? Ja, und hier momentan noch das alles über den Digital Miner. Ah, okay. Aber das möchte ich ändern auf den Ohr. Also den. Ja, genau, okay. Möchte ich da und dann werde ich den dann im Nether aufstellen für Netherite. Okay. Ja. Und dann habe ich hier noch den. Ah, ja. Hat das jetzt dir Schaden gemacht? Hätte er eigentlich nicht Schaden machen.
Hätte eigentlich keinen Schaden machen dürfen, eigentlich. Schaden machst schon. Also Schaden ja, aber keinen Umgebungsschaden. Das hätte auf jeden Fall nicht passieren dürfen. Genau. Okay. Gut, hast du denn noch was? Oder ja, halt hier, ist das bisher so dein Stand? Hier halt das komplette Zeug halt hier. Ja. Halt die Fünffachung. Komplett alles halt Kabelwirbel. Mhm. Aber ja gut, das ist halt so, wenn man das auf engstem Raum will machen. Ja, ah ja, hast hier dann, die Import-Bus. Ah, okay, hier dann noch ein Export-Bus. Ja, ah ja, okay, also schon mal mit App leiten. Genau, das Ganze über das MAC-System. Dann mache ich das komplett. Ah, okay. Ja. Ah, okay, da fehlen ja auf jeden Fall, also soweit wie ich das sehe, da wirst du dann die Verfünffachung, wirst du, glaube ich, wahrscheinlich nochmal frisch und besser bauen müssen, schätze ich mal. Also das jetzt nur mal so als Tipp. Weil upgraden. Zum einen natürlich der Upgraden, das ist natürlich ganz klar. Und ich denke halt auch mal mehr Maschinen sozusagen halt bauen, weil irgendwo wird es ja, da halt, bestimmt irgendein... mehr produziere, weil ja. Ich produziere jetzt schon zu wenig Oxygen. Ja. Da muss ich noch irgendwo mehr bauen. War das die erste Geschichte? Ich habe es leider tatsächlich selber nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass du hier oben auf jeden Fall noch hier die Solarpanels draufpacken kannst auf den Thermal Evaporation Plant, ne? Aber die brauchen natürlich Sonnenlicht. Ist es so richtig, dass ich Entities... Und deshalb hat es hier auch das eine Loch hier. Ja, ja, das ist machbar, ja. Genau. So, ich komm mal mit. Ja. Nee, ich bin bei Woil bin ich gerade. Wo bist du gerade? Ah, da. Also hier, okay. Hier, wenn du hochguckst, hat es hier ein Loch in der Pyramide. Ja. Da ist exakt für das Solarpanel. Ah, okay. Wirklich nur dieses eine Loch. Jetzt gehen wir mal hier runter am besten. Und da unten ist die Monsterfalle, oder? Nein, ist alles ausgeleuchtet. Okay. Ja, du hast ja auf jeden Fall von außen hast du ja auf jeden Fall eine Pyramide gebaut. Das sollte man vielleicht auch nochmal wissen. Das war nicht so geplant, dass das hier so passiert, aber ja gut. Das Loch hier war nicht so geplant. Wieder zu bauen. Aber das ist noch so indirekt, das macht der Miner, der Digital Miner. Ah, okay. Und halt, ich habe zu spät gemerkt, dass das erste Mal habe ich den aufgebaut, eingerichtet. Komme ich einfach später wieder auf den Server, Loch in der Pyramide, kompletter Chunk. Pyramide, okay. Das und dann denke ich mir, ja gut, aber da unten ist nichts. Also das bringt gar nichts. Ah, okay. Da ist nichts. Dann hier habe ich hier Backpack mit schwarzer Wolle voll. Stack Upgrade Tier 2 an Chunder Backpack. Also da ist einiges an schwarzer Wolle drin. Okay. Und das ist halt für die weiße Wolle. Das connected auf jeden Fall hier scheinbar nicht miteinander, oder? Nicht mehr, da ist absichtlich. Ah, okay, nicht mehr, okay. Ist absichtlich. Okidoki. Dann das Ganze habe ich halt ausgehöhlt. Da werde ich dann... Ist ja wahrscheinlich solche Oxygen... große Generator und solche Sachen hinbauen. Okay. Ja, ich bin gespannt. Sieht auf jeden Fall schon mal nach einem ordentlichen Fortschritt aus. Sieht ja auch von außen nach etwas aus. Und Erzverfünffachung ist ja auf jeden Fall auch schon mal nicht schlecht. Und genau, da haben wir doch auf jeden Fall ein bisschen was erfahren. Aber jetzt habe ich noch was. Ah, du hast doch noch was. Okay. Okay, ich folge. Also gehen wir mal raus. Okay, ich gehe mal raus. Da ist der Ausgang. Ja. Also. Okay. Wie du, wenn man hier siehst, hier musste ich ein Riesenloch buddeln. Ja. Aus der Pyramide rausreißen. Ja. Wegen Koker. Genau. Und jetzt habe ich eigentlich vielleicht sowas geplant, auf allen vier Längen, also Kanten, sowas, ein Turm sozusagen hochzuziehen, so 50, 60 Blöcke hoch, und dann wie eine Pyramide über eine Pyramide zu bauen. Okay. Na, ich bin gespannt, was es wird. Wie eigentlich wieder verdeckt ist, und wenn man hier weiter hochgeht, hier jetzt ein paar Solarpanel und Windräder, kommt man momentan nur mit Jetpack hoch. Ja. Nicht fallen, ne? Nicht fallen. Ja, da ist ein Ende. Ja, ein paar Wind Solarpanel, Advanced Solarpanel. Hast du ein paar Solarpanels irgendwo? Ja, hier oben. Wo denn oben? Wo bist du denn jetzt gerade?
Ah, da oben. Ah, okay. Woher kommt er jetzt leider nicht hoch, aber... Ah ja, ah, okay, ja. Da, genau. Hier hat ein paar Windgeneratoren und so Zeug. Ja, ah, okay, überträgst du mit Flaxplug. Okay, genau. Genau. So hätte ich das auch gemacht. Zuerst habe ich es mit dem Kabel gemacht, weil ich das noch nicht hatte. Und dann, als ich es hatte, habe ich die Kabel abgerissen und dann Flaxplug hingelegt. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Okay, gut. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Vorstellung. Und genau, und dann danke ich mich schon mal für das Einschalten und bis zur nächsten Folge. Ciao.